Ja, da sind wir wieder. Und schon sind wir wieder am Kämpfen mit dem halb aufgegessenen Zombie. Weil der eine seine Schaufel nicht stillhalten konnte. Und diesmal war es nicht ich. Kann ja keiner ahnen, dass da so einer rauskommt. Ja, ja. Oh, du hast ihn... Warte. Ich habe gar nichts gemacht. Ah. Stört sich, wenn du ein bisschen brennst? Alter, Alter. Okay, du stehst da jetzt gerade ein bisschen doof. Ach, echt? Gut, dass du so viel Leben hast. Ich brenne und bin vergiftet für 2 Runden. Ja, ja, kein Problem. Wir haben ja kompetentes Heilungspersonal dabei. Hier ist auf jeden Fall noch ein Grab. Den könnte ich auch noch aufmachen. Ja, auf der Seite auch. Careful now, that's a trap. Oh, that's a trap. Trap the trap. Aber kann der nicht eigentlich die Traps hier... Naja. Ja, na, wozu Technik anwenden? Genau, wozu ein Diffuse-Kit verschwenden, wenn man es doch sprengen kann? Ich habe kein Kit mehr. Oh. Von daher alles gut. So, grab für grab für grab. Insert something cheesy. Alter Eisenschlüssel. Oh. Oh. Ich bin mal kurz weg, ne? Mhm. Jetzt gleich wieder wieder. Hat deine Tasche gegriffen? Nein, nein, nein. Oh, guck mal, ich bin schon an der Kirche dran. Oh, und da drin ist ein alter Eisenschlüssel. Und lass mich raten, da drin ist ein alter Eisenschlüssel? Tatsache. Okay, es muss noch mehr Truhen geben. Aber es sind ja noch ein paar Gräber da. Gleich nicht mehr. Ja. Hier lies Joe, Cecil's worst shoemaker. He never knew when something was. Ich brenne. Oh. Und rennst außerhalb des Heilungsradius, okay. Aber ich muss mal hier aus dem Gebände raus. Die Grabsteine hast du jetzt nicht alle durchgelesen, ja? Nee. Einige, an die ich vorbeigelaufen bin, aber... Hier gibt es halt viele Möglichkeiten, ne? Hier oben sind wir noch nicht durchgekommen, da sind noch ein paar Sachen. Ja, wollen wir erstmal oben lang weiter oder wollen wir erstmal rechts Richtung Wegpunkt schauen? Oh, lass uns den Weg. Warte mal. Ach so. Ist halt noch ein paar Stück, aber. Eine ganze Menge zu graben noch, ne? Dann lass uns erst oben lang. Okay. Haben wir das jetzt schon mal erledigt? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, das Ölfass da wegzusprengen. Okay, du rennst irgendwann lang, dann spreng ich mal. Hier vibriert der Boden. Hier lies Baron von Thornlair, the finest poet in Rivalon. Du gräbst da? Nee, okay. Ich spreng gleich weiter. Oh, hier im Feuer liegt ein Kürbis. Die Zielgruppe ist zu weit entfernt. Also ich will ja nicht zielen, ich will einfach nur... Ja. Nein, nicht mit der Frau, mit dem Mann da rein. Okay, alles klar. Wie schön, dass du das kurz vor meinem... Achso. Ah, nee, macht nichts. Ah, das war geplant, das war alles abgemessen, mathematisch, bla. Ja, aber jetzt hast du hier eine Kiste zerstört, die ich noch looten wollte. Und irgendwas macht einen mega... Geh mal nach Norden, da ist ein längst verstorbener Troll, Stufe 8. Der uns echt mit einer Riesenkeule den Weg versperrt. Oh, aber ihm ist warm. Gut, über den kümmern wir uns ein andermal. Meinst du? Ja, wir looten jetzt hier gerade erstmal noch. Ja, aber wir... Kurz du machst lang. Die Fässer da gerade, ja? Ja. Was ist nichts drin?
Okay, dann gucke ich mir zumindest die hier mal an. Here lies Raskadrik says. Born a lowly goblin, died the 72nd mayor of Sicy, who should have paid the stone carver. So. Gut, da oben gehen wir ja sowieso nochmal lang, wenn wir jetzt den, den Typi machen. Genau. Ich mach schon mal das Gift da weg und ja. So. Das muss reichen. Den Troll können wir direkt vergiften, beziehungsweise in die Luft jagen, weil da steht da quasi auf Giftzeug rum. Ja, das habe ich schon gesehen, genau, das können wir ja gleich mal machen. So. Jetzt vielleicht noch ein bisschen jemand graben. Aha. Oh, lass mich raten, das ist ein Schlüssel. Oh ne, die ist verschlossen. Du hast noch einen Schlüssel. Ja, wahrscheinlich für die Truhe davor. Hier lies Lady Bravey, a forgetful mom who had two babies. Maybe. Maybe baby. Scourge of the Fifth Sea. Hier lies Sinwill, who was allergic to vines. Das ist eine. Die entschärfe ich jetzt einfach, weil ich es kann. Sir Oops. Oops, I did it. Was war das? Hast du es aufgenommen? Nee. Das war ein Kissen. Oh. Da oben wird diskutiert. Aber Stufe 8, die gehen da nicht so nah ran. Sie sind nett, man kann mit ihnen sprechen. Bist du dir sicher? Nee. Möchtest du speichern? Und dann reden wir mit denen? Ach, die haben alle Eigennamen, die sind nett. Quentin, Francisco, Ebenerz, was? Das sind bestimmt die ganzen Geister, die wir jetzt gerade enthoben haben. Möchtest du vorhin mit der Ratte reden? Ah ja, genau, lass mich mit der Ratte reden. Wo ist die Ratte denn? Ach, oh, nee. Komm, reden wir mit dem hier. So, warum spukt der Geister hier rum? Keine Ahnung. Du hörst mit, ne? Ja. But there's some strange magic afoot of late. The dead can't seem to stay that way. We were all aboard a ship, headed from Arada to Fair Sicel. But upon our return, the lighthouse failed to shine its light. Ach, guck mal. We were lost upon the rocks and flung far and wide upon the tempestuous waves. The name's Ebenezer. Pleased to make your acquaintance. You've probably been meeting some sad souls around here, but I sure as hell ain't one of them. In life, my interests were soft leathers, southern vintages, sun-ripened afternoons, and ample-fleshed companions. Each sense was a source of new and familiar pleasures, and I luxuriated in them all. As a ghost, I admit that many of those pleasures evade me, but Rivalon still smacks of life more than the Hall of Echoes could. Though half the fun of fun is sharing your exploits with an eager ear, you know? Oh, what I'd give to find my little buddy again. The best listener I ever had the pleasure of regaling. So, erzählt mir mehr über die Halle der Seelen. The final resting place for those deemed worthy of paradise. Paradise after life? Ha! Look around. Paradise is opening your eyes. Or in my case, gazing through the ectoplasm and seeing the wide, wild world around you. Can you imagine anything worse than being stuffed up into oblivion with the rest of the dead? Ah, give me tragedy, chaos, beauty, and delight. My companions would do well to stop pining and start enjoying, no? The ship that sunk and turned us all into phantoms? She was home to a sweet old tomcat, Oscar by name, who'd curl up cozy as can be on my pillow. We shared many stormy nights while I scratched his little chin and whispered stories of my youthful exploits. But I reckon cats don't stay on as ghosts after they pass. Cause the little furball is nowhere to be seen. That, or the lucky bastard managed to survive the wreck. He was a scrappy old fellow after all. Ich bin aber weg. So, was heißt denn das jetzt eigentlich? Könnten das... Wir hatten doch im Leuchtturm einen Geist, der ein Schiff ins Ufer fahren ließ. Und da war irgendwie seine Frau mit drauf. Muss man die nicht finden? Hier ist noch eine Truhe. Ja, ja. Aber wie hieß denn die nochmal? Warte.
Frau Desdemona. Die ist hier nicht dabei. Vielleicht müssen wir die richtige Ruine hier finden. Ich schätze mal, wir müssen uns auch mit den ganzen Geistern unterhalten. Da war doch auch irgendein Quest mit. Also er hat mit einer Katze geredet. Vielleicht ist die Katze noch am Leben. Ich will nicht wundern, wenn die Katze zufällig Ahu wäre. Aber Ahu war doch auch so ein... Come to listen to Ebenezer expound upon the virtues of fire. For some reason he insists he doesn't. When we arrive, I am but a restless. Oh, du hast automatisch sofort mit dem Richtigen gesprochen gehabt. Nee, rede, ich habe hier mit dem Dings gemacht. Das war der Richtige. Ich habe mit der Kirche gesprochen. Nee, vorhin. Mit den Ebenezer hast du geredet. Das scheint der Wichtige zu sein hier. Was haben wir denn da jetzt ein neues? Ja. Oh, ich muss mal hier aus dem Ding rausgehen. Das ist der Sack. Wir müssen mit einer Katze reden. Wollen wir mal gucken, ob wir nicht zufällig eine Katze finden? Ach, sehen wir hier unten die Kleber ausgegraben haben? Wenn man das ganz taktisch... Wir reden natürlich mit der Maus. Ich bin mir fast sicher, dass ich Ebenezer als alte Katze im Gasthaus zur Königskrabbe gesehen habe, aber das ist unmöglich, nicht wahr? Nee. Es wird definitiv Ahu sein. Naja, gut. Aber erstmal hier noch ein paar Gräberchen ausheben. Aber ich sag's dir, dass... Mit dem Tieren reden hat sich schon bezahlt gemacht. Ja. Und hier hinten ist ein Zombie. Hier hinten sind zwei Zombie, drei Zombie. Kampf. Naja. Jetzt haben wir es mit dem Köder zu tun. Unartiges Ungeheuer. Stufe 8. Wow. Du haust mittlerweile ganz schön rein. Ja, aber. Puh. Der hat sich auch echt mal da absorbiert. Das ist geil, wenn die da dieses Ding so rumschleudern und dann. Ja. Finisher Move aus Final Fantasy 7. Ja. Hast du eigentlich die Kiste da oben aufgemacht? Nein. Wolltest du das nicht machen? Ich habe keinen Schlüssel dafür. Ich kann die nicht aufmachen. Ach, die Truhe da oben braucht einen Schlüssel. Okay. Ich gehe mal gucken. Ach, das. Gerade vielleicht noch das eine oder andere aus. Die Eisentruhe von konnte ich nicht öffnen. Da haben wir den falschen Schlüssel für. Oh. Ich habe die Truhe da oben geknackt. Und da ist eine Lanze drin. Vielleicht kannst du die gebrauchen. Und einen Ring. Vielleicht kannst du ihn identifizieren. Mhm. Brauchst du denn eine Lanze? Nein, aber der Ring vielleicht. Ui, ja, ich brauche die vielleicht. Die macht 72 bis 112. Ja, dann beheizen wir. Achso, der Ring ist ein matter Goldring der Telekinese. Plus 1 Telekinese, plus 1 Schlossknacken. Gebe ich dir mal zurück. Schlossknacken ist gut. Das kann ja Jahan haben. Mhm. Ich habe noch eine Waffe. Eine gut gemachte Voodoo-Puppe, die verursacht 81 bis 90 Stichschaden. Oh. Willst du die auch mal haben? Ja, zeig mal bitte. Aber die kann man quasi unten in die Schnellleiste legen, ne? Ah. Das heißt, nicht schlecht. Ja, dann. Welche von deinen beiden soll sie haben? Oder willst du sie nicht benutzen? Achso, ich dachte, du willst sie. Oh, oh. Ach, man kann sie auf jemanden dann anwenden. Okay. Ich probiere sie mal aus. Aber noch nicht jetzt. Nein. Okay. Puh.
Okay, hier sind noch ein paar Gräber. Ja, warte mal, ich muss noch ganz kurz hier meiner Madora den neuen Stab geben. Achso, ja. So, kritisch. 6% Wahrscheinlichkeit. 49% Schaden. 16 Lebenspunkte. Stärke noch nicht hoch genug. What? Kann nicht sein. Ach, erforderliche Stärke. Okay, Moment mal, dann müssen wir. Wo gab's da nochmal den Punkt? Ja. Es gab doch ein verfügbares Talent, wo man noch einen Charakterpunkt dazu bekommt. Den suche ich jetzt gerade. Ah, hier. Hast du aber. Mache ich nämlich hier die Stärke hoch. Und dann kann ich nämlich hier diesen Stab ausrüsten. Der macht auf jeden Fall 72 bis 112 Schaden, der andere nur bis 92. Also deutlich mehr. Obwohl er uns oder mich halt einen Punkt mehr kostet. Weil der ist Stufe 8 und ich bin ja Stufe 7 nur. Aber wir haben schon wieder ein halbes Level geschafft. Ja. In diesen Gräbern, in diesen Knochendingern ist meistens nur Müll drin. Ja, wir wollen ja eigentlich nur Truhen haben. Gemälde eines Schweins. Oh. So, Vorsicht, da oben ist ein Zombie. Bis wir da oben sind. Wo? Ach da. Ja. Ein Haufen Zombies und einer von diesen Selbstmordviechern. Uiuiui. Untoter Kampfmagier, ne? Mhm. Und vollgepanzerter Schütze. Das Dumme ist, die müssen wir umhauen, wenn wir in die Kirche wollen. Hm, ich verstehe, was das bedeutet. Na denn? Wollen wir jetzt schon? Wollen wir? Hier ist uns gerade nichts mehr, oder? Doch, hier unten ist so ein Grab. Was? Ganz ruhig. Mal schön die Gräber machen. Ich bin mal kurz weg. Du kannst auch schon mal die Zombies töten. Ich komme dann gleich nach. Mach ich, kein Problem. Wo waren jetzt die Eisentruhe, die wir nicht öffnen konnten? Verdammt. Ah, ich glaube hier. Also was immer du gemacht hast, ich bin jetzt im Kampf. Ich habe nichts gemacht. Ich habe hier eine Eisentruhe geöffnet. Ja, und in dem Moment. Okay, dann warte mal kurz und mach nichts. Ich komme auch mit zugerannt. Oh, du brennst ja schon. So, da bin ich. Oh, ich bin erst spät dran. Okay. Aber ich kann dich wenigstens noch einmal heilen gleich. Das ist schon mal schön. Könntest da auch eine Giftgranate reinschmeißen? Und dann gibt es gleich einen schönen Explosion. Da ist doch schon Gift, oder? Ja. Oh, der kopflose Zombie weiß nicht, wo es lang geht. Na, ich heb mir die noch auf, die mit dem, okay. Mit dem Gift, weil. Soll ich sie jetzt schon sprengen? Ja, dann brennt, dann laufen sie durchs Brennende. Ja, komm. Hau rein. Oh, ich hab die Maus getötet, tut mir leid. Egal, ich hatte ja schon alle Informationen. Aus ihr rausgequickt. Das Dumme ist, du musst jetzt aber gleich weit nach unten rennen, damit sie auch einen Grund haben, durchs Gift zu rennen. Durchs Brennende zu rennen. Der eine hat einfach ein Fragezeichen über dem Kopf. Ja, der hat keinen Kopf. Dass ich abgespeichert habe. Alter. Das ist ganz uncool. Ja, komm, bis nach unten. Ich
komme ein Stück zu dir, ne, gelaufen. Mhm. Ja, lass dir Zeit, ne? Oh. Wie sind denn das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Der hat keinen Kopf. Also woher soll er sehen, was er macht? So, Komm, ein bisschen runtergelaufen, oder? Ah, ne, genau. Schmeiß da auch eine Giftgranate hin. Oh, das war jetzt die falsche. Ja, ist auch gut. Jetzt ist da nämlich auch so ein Brandfleck, alles schön. Kann noch eine machen? Komm lieber nach unten. Sonst wirst du gleich von den ganzen Bogenschützen und dem Magier attackiert. Komm nach unten heißt, unten meinst du deine Richtung, ne? Ach so, ja, ich habe wahrscheinlich anders gedreht dazu. Komm zu den anderen. Übrigens, ich brenne. Nur, dass das klar ist. Ach so. Na dann. Noch habe ich ja genug. 2, 4, 6. Ich spare mir diese mal auf. Um deinen Brand kümmere ich mich nächste Runde. Der untote Kampfmagier, den sollten wir als erstes platt machen. Wo ist er denn? Da. Der steht im grünen Zeugs. Der ist aber Feueravatar. Whatever that means. Der ist noch nicht in Reichweite von mir. Spare ich hier auch nochmal auf und dann kriegt er nächste Runde alles in die Ohren gehauen. Mhm. Ach, er hat die Lücke gefunden. Oh, shit. Gut, die sind mir egal, die brauchen ja Ewigkeiten, bis die hier sind. Ja. Und rennen ja auch ein paar Mal hin und her und wissen nicht so genau, was sie wollen. Der ist schon ein bisschen blöder. Und der tut bestimmt weh. Na, alles gut. Aber ist geil, der hat, glaube ich, mein unterkühlt. Ja, deswegen brennst du nicht. Na, dann hau ihn noch eine rein. Ja, das mache ich sogar. Weil leider auch nicht. Nicht wirklich hilfreich. Okay. Ich habe doch gesagt, wir wollten mal die Voodoo-Puppe ausprobieren, ne? Oh. Immun gegen Blutend. Mhm. Wenn du noch was hast, was das Wasser helfen kann. Kampfmagier klingt immer ganz blöd. Oh. Ja. Naja, aber es ist fast weg. Er ist fast weg. So, machen wir mit dir mal. Er ist betäubt, okay. Mhm. Ich brenne übrigens immer noch nur für den Fall, dass das noch nicht so ganz klar war. Achso, ja, habe ich irgendwie gerade verkackt. Ja, dann bringen die mal in Sicherheit, dann kann ich die nächste Runde heilen. Der hier kann gerade nicht heilen. Mhm. Oder ich halte ihm einfach aufs Maul. Oder so. Dann haben wir da noch einen Schützen, der nervt. Zwei Schützen, die nerven. Oh. Ein Schütze, der dumm ist. Ja, aber der schießt auch. Oh, wow. Ja, aber du hast voll viel Leben. Oh, er halt. Voll gepanzerter Schütze. Mhm. Der macht sogar zwei Runden Heilung jetzt. Finde ich echt doof, dass man die Stats nicht sehen kann. Also, der Gegner halt. Ich weiß halt nicht, was so ein Feueravatar ist zum Beispiel. Hm. Und ich weiß auch nicht, warum ich nur 4 AP kriege pro Runde. Weil du verlangsamt bist. Achso, naja, das erklärt es vielleicht. Ja. Maximale AP minus 4, anfängliche AP minus 4, AP Erholung minus 2. Alter. Ach, du hast dich selber gehalten. Na gut, dann. Ja. Was? Du müsstest aber bei Gelegenheit mal diese kleine Heilfläche nochmal machen. Ich hatte dir ganz viele leere Fläschchen mitgebracht.
Puh, kopfloser Zombie, der ist ja eigentlich schon hinüber, oder? Ja, der stirbt nächste Runde wahrscheinlich alleine. Vielleicht, mal gucken. Ja gut, aber andererseits, ich habe jetzt auch nichts anderes zu tun. Du könntest dir die AP sparen. Oder ein bisschen... Ich habe super viel. Ja, okay. Dann hau rein. Ne, ich lasse das jetzt, der ist ja eh gleich tot. Dann boxt einen von den hinten um. Kann ich nicht. Das hier muss ich auch mal ändern. Ich habe auf der 1 so einen Stab des Magiers Spezialattacke-Dings. Klar. Hm. Macht gar keinen Sinn. Alter, jetzt hör doch mal auf damit. So, wie viele Gegner sind es noch? 1, 2, 3, 4. 3. 4. 2 Schützen, 2 Zombies. Achso. Was dumm ist, du hast vergiftet, das heilt ihn, ne? Echt? Mhm. Der Gepanzerte, der brennt noch 2 Runden und heilt sich eine Runde, also. Ja, dahin. Und ah, ist nichts in Sicht, weil das hier unfair. Was machen wir denn da? Die Voodoo-Puppe ist weg, oder? Ja. Also ist einmal Gegenstand. Mhm. Okay. Sie ist unsichtbar, ich kann auf ihr hier schießen. Tja, ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Ohne dass ich vielleicht selber mitbrenne. Hast du eine Granate? Nope. Hast du diesen Faustschlag wieder? Hast du Lust, ihm auf die Nase zu hauen? Auf jeden Fall. Oh. Feiern mit dir, Schätzchen. Heilung und so? Ja, kriegst du. Du heilst dich ja eigentlich so ein bisschen. Heal ist unsichtbar. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dadurch jetzt mehr siehst, wenn ich hier vorne stehe, aber ich meine, ich bin ja nur ein Frontkämpfer, was soll ich da sagen? Ja. Okay. Es sind immer noch 3. Ich verstehe nicht, wo der dritte ist. 2 Zombies. Ein Zombie ist oberhalb der, oder unterhalb, je nachdem, von welcher Seite du guckst, von der Feuerfeld. Steht da so. Ja, du machst das schon. Ziel ist unsichtbar, Ziel ist unsichtbar. Ziel ist unsichtbar. Dann heil mich. Kann ich gerade nicht. Aber ich kann das hier noch machen. Oh. Eid der Entweihung, Schaden plus 40%. Und hiermit kann ich dich heilen. So. Ja, das ist super. Und was kann ich noch Schönes machen? Näher rankommen? Ja, das muss ich ja nicht unbedingt. Ne, ja, du siehst ja nichts von da. Ja, ich sehe auch nichts, was ich davor stehe. Die alte Eisentruhe ist leer, steht da. Ja, weil ich das schon gelootet habe. Da war ein Eisenschlüssel drin. Ah, verstehe. Ja, dann hau um dich. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Den vollgepanzerten Schützen, würde ich sagen, ne? Ja, der nervt. Oha. Ja, der Eis bringt was. Oh, das. Ah ja, stimmt. Dann hau den Zombie noch, wenn du kannst. Nope. Schade. Autsch. Wow.
Gut, dass er nur einmal hauen kann. Der muss aber jetzt... Autsch. Aber sonst geht's noch, oder? Ja. Okay, pass auf. Er ist flankiert, brennt und ist vergiftet. Nur noch zwei Runden. Ja, das war doch super. Kopfloser Zombie verwandelte sich in Holzkohle. Tatsache. So, ja. Eigentlich hätte ich sagen wollen, warte mal eine Runde, weil du bist eh fast tot. So. Und durchs Feuerrennen hat es jetzt nicht besser gemacht. Das ist korrekt. Hoppala. Dann hoffe ich mal, dass du gleich noch etwas über 100 Leben hast nach deinem Zug. Das hoffe ich auch. 136 habe ich jetzt noch. Der Zombie interessiert sich nicht für mich. Boah, wie sie lacht. Okay. Ah, ging alles gut, okay. Was? Das tat weh. Nicht schlecht. So, ich brauche aber echt jetzt Heilung, glaube ich. Ja, kannst du haben. Ja gut, ich glaube, es war schon alles sehr gut hier. Guck mal, was hier noch so drin ist. Ja. Und es ist auf jeden Fall an der Zeit. I need that. Tschüss, nicht durch das Gift zu rennen. Und Tschüss zu sagen, genau. Und da liegt eine robuste Eisenrüstung. Ja, Moment. So, und das Schätzchen läuft auch mal hier rum. Ja, dann sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.